Freundinnen und Freunde der Sterne, auch im Juli gibt es wieder eine große Energiewende, wenn die Schicksalsanzeiger Mondknoten in die Zeichen Widder und Waage wechseln. Außerdem wichtig in diesem Monat, Liebesgöttin Venus und Heiler Chiron werden rückläufig und Kampfplanet Mars kühlt sich ab im Zeichen Jungfrau. Also trotz Urlaubszeit und Entspannung könnte uns der Kosmos wieder mit einigen Entwicklungen in Atem halten. Was das für euer Sternzeichen bzw. Aszendenten bedeutet, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast, zu diesem Video mit den Tendenzen im Juli 2023. Die Timecodes zu eurem Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop bzw. im Podcast in den Shownotes. Ihr könnt direkt dorthin klicken, aber ich rate euch, mir hier noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, denn gleich erzähle ich euch mehr über den wichtigen neuen Mondknotentransit und auch die anderen Konstellationen, die uns erwarten. Es ist immer sinnvoll, ihr macht euch erstmal schlau, was insgesamt so los ist am Sternenhimmel und geht dann zu eurem Sternzeichen bzw. Aszendentenhoroskop. Außerdem habe ich ja auch wieder Geschenke und eine Verlosung für euch. Fangen wir an mit dem Rabattgeschenk. Vom 23. Juli bis zum 4. September wird die Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Es lohnt sich herauszufinden, welche Bereiche eures Horoskops jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werden. Wichtig ist aber auch zu wissen, wo ihr eventuell die Schattenseiten und die kritischen Phasen des Venus-Transits beachten müsst. Das Horoskop gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt. Mit dem Rabattcode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und es gibt auch wieder eine Verlosung. Gewinnen könnt ihr diesmal ein besonders beliebtes Horoskopprodukt, nämlich das Geburtshoroskop. Und falls ihr schon eins habt, könnt ihr das auch auf eine andere Person ausstellen lassen. Das Geburtshoroskop ist die Basis für alles. Und wenn ihr euch darüber informiert, wo eure Planeten stehen, könnt ihr die Infos aus eurem Monatshoroskop noch besser zuordnen. Mehr zur Verlosung und wie ihr teilnehmt, gibt's am Ende des Videos im Serviceteil. Auf jeden Fall solltet ihr meinen Kanal abonnieren und auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen nicht vergessen, damit ihr kein Video und kein Gewinnspiel mehr verpasst. Und hier kommt meine Gewinnerin aus der letzten Verlosung. Da gab es ein Venus-Horoskop zu gewinnen und das geht an Daniela Tempesta. Herzlichen Glückwunsch, liebe Daniela. Ich habe mich sehr über deinen lieben Kommentar gefreut. Bitte melde dich bei uns unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse service@antonialangsdorf.com und vergiss nicht, diese Adresse in deinen Kontakten abzuspeichern, damit wir dir das Horoskop zuschicken können und es nicht verloren geht. Jetzt schauen wir in den Sternenhimmel für den Juli und ich fange gleich mit dem wichtigsten Übergang an, nämlich dem Wechsel der Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage. Der findet Mitte Juli statt und beeinflusst deshalb den ganzen Monat. Es kann also gut sein, dass wir im Juli wieder eine Art Transformationsenergie verspüren und merken, dass sich etwas verändert und dass eine neue innere Ausrichtung wichtig wird und auch, dass in der Welt neue Themen wichtig werden. Die Mondknoten bündeln die Kräfte von Sonne und Mond. Deshalb haben sie einen großen Einfluss auf das gesellschaftliche und spirituelle Leben der Menschen. Nach dem Zeichenwechsel von Saturn, Pluto und Jupiter ist das jetzt der 4. bedeutende Zeichenwechsel für dieses Jahr. Dann sind wir gewissermaßen durch mit den größten kosmischen Energiewellen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, denn eigentlich brauchen wir jetzt mal Zeit, um uns in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Aber was bedeutet nun der Wechsel der Mondknoten, der Schicksalsanzeiger im Horoskop? Das ist ein großer Zyklus. Die Mondknoten brauchen 18 Jahre und 4 Monate, um einmal durch den Tierkreis zu wandern. Die Mondknotenachse besteht aus dem aufsteigenden und dem absteigenden Mondknoten, die sich genau 180 Grad gegenüberliegen. Übrigens,
Die Mondknoten wandern rückwärts durch den Tierkreis. Das heißt, sie kommen aus den Zeichen Stier und Skorpion und laufen jetzt zurück in die Zeichen Widder und Waage. Und die sind dadurch für die nächsten 1,5 Jahre mit dem Schicksal und dem Karma der Welt verknüpft. Sie stehen also gewissermaßen im kosmischen Scheinwerferlicht, ganz besonders die Widder und Widder-Aszendenten, die den aufsteigenden Mondknoten beherbergen. Im persönlichen Erleben steht der aufsteigende oder auch nördliche Mondknoten für unseren Seelenweg im Leben, für unser spirituelles und seelisches Entwicklungsziel. Demgegenüber steht der absteigende Mondknoten für den Bereich, der uns schon vertraut ist, wo wir herkommen. Er symbolisiert unser Karma, unsere frühkindliche Entwicklung und auch mögliche vorherige Leben, die wir bereits absolviert haben. Außerdem stehen die Mondknoten für wichtige Begegnungen mit Menschen, die unseren Lebensweg beeinflussen, auch mit dem Seelenpartner. Wenn eine solche Begegnung am absteigenden Mondknoten stattfindet, bringt sie oft Erinnerungen an die Vergangenheit zurück oder konfrontiert uns mit unserem Karma. Menschen, die wir im Bereich des aufsteigenden Mondknotens treffen, helfen uns auf unserem Weg in die Zukunft. Das sind oft sehr fruchtbare Begegnungen, die ganz tolle Entwicklungen im Leben anstoßen können. Wenn die Mondknoten jetzt die Achse Widder und Waage aktivieren für die nächsten 18 Monate, dann ist das zugleich auch die kosmische Beziehungsachse. Das heißt, dass Beziehungsthemen ganz allgemein, ob zwischen Liebenden, zwischen Freunden, Geschäftspartnern oder auch Ländern und auf der geopolitischen Ebene, wird enorm wichtig werden. Und da werden wahrscheinlich teilweise auch die Karten neu gemischt. Es kann mit dieser Mondknotenstellung darum gehen, altes Beziehungskarma hinter sich zu lassen, toxische Beziehungsmuster zu überwinden und zu neuen Ufern aufzubrechen. Ich vermute auch, dass es immer wichtiger wird, zu sich selbst zu stehen und sich nicht zu verbiegen und anzupassen, um Beziehungspartnern zu gefallen. Gesellschaftlich könnte diese Mondknotenstellung auch ein Hinweis darauf sein, dass es neue und herausragende Führungspersönlichkeiten geben wird, die ganz neue Lösungsideen für unsere Probleme haben. Das wäre jedenfalls die ideale Variante. Möglich ist allerdings auch, dass die Kraft des Widder-Mondknotens das Ego vieler Leute pusht und den Alleinregierenden und Autokraten den Rücken stärkt. Das würde ich mir natürlich weniger wünschen, aber man muss diese Möglichkeit auch im Auge behalten. Sehr interessant ist der Wechsel der Mondknotenachse im privaten, persönlichen Horoskop. Die Mondknoten aktivieren dort nämlich zwei neue Lebensbereiche ab Juli und bis Anfang 2025. Das ist wie eine Energiewelle, die durch das Horoskop läuft. Sie zeigt an, wo ihr in den kommenden 1,5 Jahren wichtigen Menschen begegnet, durch die ihr mit eurem Karma konfrontiert werdet oder förderliche Impulse für euren persönlichen Seelenweg bekommt. Wo ihr solche Leute treffen könnt und was der Wechsel der Mondknoten für euch persönlich bedeutet, das erfahrt ihr nachher in den Sternzeichenhoroskopen. Das ist also das wichtigste neue Thema, das der Juli bringt. Aber wir befinden uns ja auch noch mitten in dem aufregenden Venustransit, der gleichzeitig auch noch das Beziehungsthema anfacht. Und im Juli beginnt die Venus ihre Rückläufigkeit. Es ist also wieder mal jede Menge los am Sternenhimmel. Deswegen müssen wir uns über Liebe und Karma unterhalten. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, gibt es dazu nochmal einen extra Livestream am 5. Juli. Da zeige ich euch dann auch das magische Pentagramm der Venus. Jetzt gehen wir den Juli nochmal der Reihe nach durch. Gleich zu Anfang des Monats, am Montag, den 3. Juli, haben wir den Vollmond im Steinbock. Dabei werden die Kräfte von Krebs und Steinbock aktiviert und die stehen erfreulicherweise in einem superschönen Kraftfeld mit Jupiter im Stier. Das ist ein echter Manifestationsvollmond. Wenn ihr beim letzten Neumond ein Vorhaben begonnen habt, könnt ihr jetzt vielleicht schon sehen, dass es Gestalt annimmt. Oder ihr nutzt den Vollmond für ein Ritual, um ein Herzensprojekt zu manifestieren. Dabei ist auch das Thema Heilung ganz stark angesprochen, und zwar im Zusammenhang mit Liebe und Leidenschaft. Wir haben ja diese heiße Verbindung von Venus, Mars und Lilith. Und diese drei Kräfte bilden jetzt zu Vollmond ein Energiefeld der Heilung mit Chiron. Das besteht schon eine Weile, wird aber jetzt nochmal besonders intensiv. Und gleichzeitig haben wir das Spannungsfeld zu Uranus. Also der Vollmond ist ein Höhepunkt dieser knisternden Energie. Da kann ganz viel passieren zwischen großer neuer Liebe, Liebesdrama und Heilung durch Liebe.
In meinem letzten Livestream Feuer der Leidenschaft bin ich darauf ausführlich eingegangen. Wenn euch das interessiert, schaut doch da auch noch mal rein. Auf dem Weg zum Neumond ereignet sich ein weiterer wichtiger Energiewechsel. Nicht so umfassend wie die Mondknoten, aber doch stark spürbar, weil nämlich der Mars als Energieplanet das Zeichen wechselt. Er wandert am 10. Juli aus dem feurigen Löwen in die sanfte Jungfrau und das könnte sich erstmal wie eine Abkühlung anfühlen. Aber eine schöne Abkühlung, wie eine kühlende Quelle, die gerade recht kommt, wenn man durstig und erhitzt oder auch abgekämpft ist und sich nun am Ufer niedersetzt, um sich auszuruhen und etwas vom klaren Quellwasser zu trinken. Der Mars geht dann für 6 Wochen durch die Jungfrau und wenn man sich mit dieser Energie ein bisschen arrangiert hat, ist das ein sehr guter Aspekt, um produktiv zu sein und Dinge geregelt zu kriegen. Was die Liebe und die Leidenschaft angeht, kann das tatsächlich für ein bisschen Abkühlung der größten Erregung sorgen, wenn der Mars sich aus dem feurigen Löwen zurückzieht. Aber Venus und Lilith bleiben ja noch eine Weile länger im Löwen und sorgen weiterhin für heiße Gefühle. Außerdem wechselt am 11. Juli der Merkur in den Löwen und das ist schön für heißes Liebesgeflüster, leidenschaftliche Gedanken und damit kann man Gefühle kreativ ausdrücken und überhaupt die schöpferischen Kräfte, die durch Venus und Lilith im Löwen geweckt werden, in eine schöne Form bringen. Also keine Sorge, der Sommer der Liebe ist noch nicht zu Ende und die anregenden und auch aufregenden Zeiten gehen weiter. Aber das heißt nun nicht, dass es immer nur harmonisch und einfach ist. Wir haben im Juli eine durchaus kritische Phase, etwa vom 15. bis zum 24. Juli. Da können auch mal die Fetzen fliegen. In diese Zeit fällt der Neumond im Krebs am Montag, den 17. Juli. Und der hat es wirklich in sich. Denn da haben wir mehrere starke Spannungsfelder, die sich gegenseitig überlagern. Die krasseste Spannung ist wohl die zwischen dem Krebs-Neumond, in dem sich die Kräfte von Sonne und Mond verbinden, und Transformator Pluto, der ja jetzt wieder in den Steinbock zurückgelaufen ist. Da muss ich sofort dran denken, dass vielleicht gewisse Drahtzieher und Regierende die Sommerpause nutzen, um regulierende Vorschriften zu erlassen und Gesetze zu verabschieden, wenn die meisten im Urlaub sind und das gar nicht richtig mitkriegen. Und privat ist das eine Zeit, in der man aufpassen muss, dass es nicht zu Familienstreitigkeiten kommt, weil sich eine Seite autoritär durchsetzen will und die andere Seite darauf beleidigt und verletzt reagiert. Das ist eine ziemlich krasse Zeitqualität, die wir dann haben. Da müssen wir sehr respektvoll miteinander umgehen. Der Neumond begleitet auch den Eintritt der Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage. Und die bildet ebenfalls ein Spannungsfeld zu Pluto. Wir erhalten dadurch ein umlaufendes karmisches Kreuz. Das ist wie ein Portal für karmische Energie, also der Konsequenzen der Vergangenheit. Aber vielleicht können wir auch einen Blick in die Zukunft erhaschen. Jedenfalls kann das sensiblen Menschen schon richtig unter die Haut gehen, bis hin dazu, dass man rund um den Neumond von seinem vorherigen Leben träumt oder Erinnerungen aufsteigen, die man am liebsten vergessen hätte. Chiron kann aber weiterhin dabei helfen, das Ganze in eine Heilung umzuwandeln. Wir haben aber außerdem noch eine Spannung am Himmel, die sich im Neumond zeigt und während der kritischen Phase wirkt, nämlich zwischen Kampfplanet Mars und dem unerbittlichen Saturn. Diese Konstellation geht oft mit einem Gefühl der Frustration und Stagnation einher. Egal, was man macht, den einen Leuten ist es zu strikt, den anderen Leuten ist es zu lasch. Oder man hat selbst das Gefühl, mit bestimmten Vorhaben nicht weiterzukommen. Und die Venus wird da auch noch ein bisschen mit hineingezogen. Das kann also heißen, es könnte auch zu Liebesfrust kommen. Die Lösung der ganzen Anspannung scheint im spirituellen Bereich zu liegen, denn der sanfte Neptun bildet ein ausgleichendes Energiefeld der Harmonie und das weckt die gefühlvollen Seelenkräfte des Krebsneumonds. Deswegen sollten wir zum Neumond viel meditieren und uns auf die guten und förderlichen Kräfte der Welt und in uns selbst konzentrieren. Glücklicherweise steht auch Erfinder Uranus günstig zum Neumond, also wenn man spontan und offen an Situationen herangeht, kann man zu ganz überraschenden Lösungen kommen. Und weil dieser besondere Neumond den Eintritt der Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage begleitet, die kosmische Beziehungsachse, könnt ihr auch mal schauen und beobachten, was sich bei euch in diesen Tagen rund um den Neumond so in euren Beziehungen zeigt.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, welche Partnerschafts- oder Freundschaftsthemen in den kommenden 1,5 Jahren bei euch wichtig werden. Und deswegen könnt ihr darüber natürlich auch meditieren. Vorschläge für eure Neumond-Meditation findet ihr gleich in den Sternzeichen-Horoskopen. Am 23. Juli ist nochmal ein hammermäßiger Tag, an dem viele Dinge gleichzeitig passieren. Deshalb könnte die Zeit rund um dieses Datum auch nochmal eine sehr unruhige Phase sein. Um 3.32 Uhr wird die Venus rückläufig und nur wenige Minuten später, nämlich um 3.50 Uhr, tritt die Sonne ins Zeichen Löwe ein und die Löwesaison beginnt. Das stärkt den Mut und die Lebensfreude und macht uns flirtfreudig und kreativ. Aber es liegen auch Stolz und Drama in der Luft. Außerdem entstehen immer starke Verwirbelungen der kosmischen Energie, wenn wichtige Ereignisse wie die beginnende Venusrückläufigkeit und der Zeichenwechsel der Sonne gleichzeitig passieren. Seid in diesen Tagen am besten vorsichtig mit wichtigen Liebesentscheidungen. Aber nicht nur die Venus wird an dem Tag rückläufig, sondern auch Chiron, mit dem sie schon seit Mai ein heilendes Energiefeld bildet. Das bedeutet, Venus und Chiron entfalten gleichzeitig besonders starke Kräfte, nämlich ungefähr in der Zeit vom 19. bis zum 28. Juli. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ihr ein Anliegen habt, was geheilt werden soll, die Urlaubszeit zu nutzen, um eurer körperlichen und seelischen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Ebenfalls am 23. Juli trifft sich Merkur mit Lilith, deswegen werden sicherlich Dinge ausgesprochen, die im Argen liegen, vielleicht auch in gesellschaftlicher Hinsicht. In privaten Beziehungen würde ich euch aber trotzdem raten, sehr vorsichtig damit zu sein, jemandem eine Wahrheit an den Kopf zu knallen. In der gesamten zweiten Julihälfte ist es wichtig, dass wir nur mit Menschen, denen wir wirklich vertrauen können, über unsere Herzensangelegenheiten sprechen. Und das möglichst auch in ruhigen und zugewandten Momenten und nicht in der Hitze des Augenblicks. Wobei, das wird wahrscheinlich ganz schön schwer, denn ebenfalls für den Rest des Monats bilden Sonne, Lilith und Merkur ein intensives Spannungsfeld zu Revoluzzer Uranus. Unstimmigkeiten und Anspannungen werden sich also wohl schonen und wahrscheinlich in Auseinandersetzungen entladen. Und vielleicht merken wir es auch beim Wetter als Gewitterphänomene. Da ist es günstig, dass der Mars dann in der Jungfrau steht und sich nicht mehr an dieser brandheißen Konstellation beteiligt. Auch Merkur geht am 28. Juli in die Jungfrau. Und diese beiden Faktoren können uns dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren und vernünftige Gespräche zu führen und gute Entscheidungen zu treffen. Übrigens, Merkur verbringt dann aufgrund seiner nächsten Rückläufigkeit über 2 Monate im Zeichen Jungfrau. Zum Ausklang des Monats bekommen wir noch ein kosmisches Geschenk. Dann baut sich nämlich eine supergünstige, konstruktive Energie vom 28. Juli bis zum 15. August auf. Und diese Zeit ist sehr gut geeignet, um Vorhaben oder Projekte zu manifestieren. Wünsche können dann wahr werden, denn Energieplanet Mars, unterstützt von Schnelldenker Merkur, bildet dann konstruktive Aspekte mit Wohltäter Jupiter und Erfinder Uranus. Und das Ganze spielt sich in den Erdzeichen Jungfrau und Stier ab. Das ist eine exzellente Energie, um etwas in die Tat umzusetzen, was vielleicht schon lange überfällig war. Dennoch müssen wir weiterhin die Rückläufigkeit der Venus im feurigen Löwen beachten, die am 23. Juli beginnt und sich bis zum 4. September erstreckt. Das wird voraussichtlich spürbare Auswirkungen auf unsere Beziehungen, Partnerschaften und Finanzen haben. So kann sie zum Beispiel eine verflossene Liebe zurückbringen und wir müssen uns mit unseren Beziehungsmustern auseinandersetzen. Liebesentscheidungen könnten revidiert werden und die Zeit ist auch ungünstig für neue Finanzverträge. Weil das so ein wichtiges Thema ist, werde ich dazu, wie schon erwähnt, nochmal einen extra Livestream am 5. Juli machen. Und da geht es dann um Liebe und Karma und ich werde euch dann genau erläutern, wie die Auswirkungen der rückläufigen Venus aussehen können und was ihr dabei beachten müsst. Und außerdem begleite ich euch ja auch mit dem Venus-Horoskop. Darin erfahrt ihr die kritischen Phasen während des Venus-Transits und ihr könnt euch informieren, welche Aspekte die Venus während ihrer Rückläufigkeit zu euren persönlichen Geburtsplaneten bildet. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juli. Wie gut, dass für viele nun Urlaubszeit ist und man sich aussuchen kann, mit wem man seine Zeit verbringen möchte und mit etwas Glück auch, wo man sich aufhalten möchte.
Jetzt kommen wir zu den Sternzeichenhoroskopen. Schaut auf jeden Fall erst für euer Sternzeichen. Darin deute ich die Aspekte zu eurer Sonne. Und das Aszendentenzeichen gibt Aufschluss darüber, in welchen Häusern, also Lebensbereichen, sich die Konstellationen abspielen. Fortgeschrittene können auch mal in das Horoskop ihres Mondzeichens schauen. Das sind alles Angebote, wie ihr diese Informationen der Sterne am besten verwerten könnt. Aber sie können natürlich kein persönliches Horoskop ersetzen, das wisst ihr ja. Nun beginnen wir mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und ich wünsche euch viel Freude und gute Erkenntnisse. Hallo, ihr wundervollen Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Für euch beginnt diesen Monat ein ganz wichtiger neuer Lebensabschnitt, wenn der Schicksalsanzeiger des Horoskops, der aufsteigende Mondknoten, in euer Zeichen wechselt. Gleich erfahrt ihr mehr darüber. Vorher habe ich noch diesen wichtigen Tipp für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen für den Juli. Merkt euch schon mal, dass ab diesem Monat und für die nächsten 1,5 Jahre euer Widderzeichen bzw. euer Widder-Aszendent mit einer ganz neuen kosmischen Energie erfüllt wird, die euch häufig in den Mittelpunkt stellt. Die Menschen fühlen sich zu euch hingezogen, wollen eure Meinung wissen und ihr könnt zum Vorbild für andere werden, denn Schicksalsanzeiger Mondknoten besucht euer Zeichen. Stichtag ist der Neumond am 17. Juli und das schauen wir uns gleich noch näher an. Gleich zu Beginn des Monats haben wir einen intensiven Vollmond im Steinbock am 3. Juli, der Energie und Aufmerksamkeit in eure beruflichen und Karrierethemen lenkt. Falls ihr Arbeit mit in den Urlaub nehmt, könnte das zu Unstimmigkeiten führen. Vielleicht zeigen sich euch aber auch Dinge, die euch zum Nachdenken über eure Lebensziele anregen. Ihr könnt den Vollmond gut nutzen, um darüber zu meditieren. Davon abgesehen habt ihr den ganzen Juli über prickelnde Konstellationen, die eure Lebensfreude, Liebeslust und Kreativität anregen. Ebenso auch den Spaß an Herzensprojekten oder sportlichen Aktivitäten. Wichtig ist für euch, dass am 10. Juli Energieplanet Mars, der euer Herrscher ist, in die Jungfrau wechselt. In den kommenden 6 Wochen beschäftigen euch dann wahrscheinlich verstärkt Gesundheitsfragen oder auch Entscheidungen im Joballtag. Möglich ist sogar, dass man euch im Urlaub anruft und darum bittet, eine Vertretung zu übernehmen. Ein bisschen aufpassen müsst ihr mit dem Geld. Das Portemonnaie sitzt euch vermutlich locker. Achtet darauf, dass ihr eure Urlaubskasse nicht überstrapaziert und haltet euch am besten an ein Urlaubsbudget. Auch von riskanten Finanzspekulationen raten die Sterne im Juli ab. Das gilt ganz besonders, wenn ihr in der 3. Dekade des Widders Geburtstag habt. Am 17. Juli wechselt dann mit dem Neumond im Krebs die Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage. Dabei läuft der aufsteigende Mondknoten, der die Entwicklungen der Zukunft anzeigt, durch euer Zeichen Widder. Das heißt, ihr steht jetzt quasi im kosmischen Scheinwerferlicht und das für die nächsten 18 Monate und alle Blicke sind auf euch gerichtet in der Hoffnung, dass ihr wisst, wo es lang geht. Das passiert aber auf eine ganz natürliche Weise. Wenn ihr authentisch und bewusst euren Weg geht, wird das Vorbildcharakter haben für andere. Deshalb könnt ihr diesen Neumond nutzen, um genau darüber zu meditieren, was das für euch bedeutet oder wie ihr vielleicht sogar wichtige Impulse in die Welt geben könnt. Mit euren persönlichen Ideen und Interessensgebieten liegt ihr nun im Trend oder könnt sogar neue Trends setzen. Man wird euch Aufmerksamkeit schenken, sowohl beruflich als auch im privaten Umfeld. Und falls ihr noch solo seid, erhöhen sich nun die Chancen, dass ihr in den kommenden 1,5 Jahren Beziehungspartner findet. Und weil gleichzeitig auch noch die Venus bis Anfang Oktober günstig für euch steht, kann es sehr gut sein, dass ihr schon jetzt im Sommer jemand Vielversprechendes kennenlernt. Vom 23. Juli bis zum 4. September ist die Venus rückläufig und dann kann es auch sein, dass
ihr eine verflossene Liebe wieder trefft und ihr entdeckt, dass ihr noch Gefühle füreinander habt. Am 23. Juli wechselt auch die Sonne in den Löwen und stärkt euch dann für 4 Wochen den Rücken. Das hilft euch auch, wenn ihr um den 22. März herum Geburtstag habt, denn dann könnte eine schwierige Entscheidung in Bezug auf eure Karriere anstehen oder falls euch ein langwieriger Machtkampf im Kopf herumgeht. Ebenfalls am 23. wird Heiler Chiron rückläufig, und zwar in eurem Zeichen, und entfaltet daher in der zweiten Julihälfte besondere Kräfte. Wenn ihr rund um den 10. April Geburtstag habt, werden nun vielleicht Heilungsthemen wichtig, zum Beispiel, weil ihr erkennt, was die Ursache für ein wiederkehrendes Problem ist, vielleicht auch in der Liebe. Dafür solltet ihr euch dann auf jeden Fall Zeit nehmen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht schmerzlich ist, denn hier kann etwas geheilt werden. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ihr bekommt im Juli sowohl stärkende und wohltuende Energien als auch anregende, um nicht zu sagen aufreibende Tendenzen, vor allem in der Liebe und Familie. Das schauen wir uns gleich näher an. Im Hinblick auf die Liebe habe ich vorher noch eine wichtige Empfehlung. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell 3 kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ja, liebe Stiergeborene und Stieraszendenten, bei euch kommt es nun ganz drauf an. Wenn ihr die günstigen und stabilisierenden Aspekte von Jupiter und Saturn empfangt, das betrifft vor allem die April-Stiere, läuft es wahrscheinlich rund. Ihr könnt eure Pläne in Ruhe und auch mit Verstärkung von anderen durchziehen. Für diejenigen, die nach dem 10. Mai Geburtstag haben, reißen die Aufregungen nicht ab. Sie sind selbst sehr spontan und Familienmitglieder oder Liebespartner können sie ziemlich aufregen. Allerdings ist die Leidenschaft auch groß. Falls ihr nach dem 16. Mai Geburtstag habt, kommen besänftigende Einflüsse hinzu. Vor allem, wenn ihr meditiert oder spirituell arbeitet, fällt es euch leichter, Aufregungen mit Gelassenheit zu begegnen oder auch die Komik darin zu erkennen. Erfreulich für alle Stiergeborenen ist, dass es sowohl Vollmond als auch Neumond günstige Konstellationen für euch gibt. Der Vollmond im Steinbock am 3. Juli aktiviert eure Reiselust und falls ihr im Urlaub seid, auch eure Neugier darauf, Land und Leute kennenzulernen. Wenn ihr mit der Familie verreist, achtet ein bisschen darauf, dass es harmonisch bleibt und dass ihr Konfliktfelder vermeidet. Vermutlich hat jeder so ein bisschen andere Vorstellungen davon, was er in der Freizeit machen will. Am besten, ihr setzt euch gegenseitig nicht zu sehr unter Erwartungsdruck. Mancher Konflikt wird sich von ganz allein beruhigen, wenn der Mars am 10. Juli ins Zeichen Jungfrau geht. Er stärkt euch dann für die nächsten 6 Wochen den Rücken und wo es vorher gehakt hat, läuft es jetzt wieder besser. Beruflich habt ihr dann eine sehr gute Phase bis Ende des Monats, falls ihr nicht im Urlaub seid. Außerdem wird eure Liebeslust angeregt. Wenn ihr euch ein Sportprogramm gönnen wollt, dürfte euch das leicht und effektiv gelingen. Trotzdem kann es weiterhin Anspannungen geben und die haben vermutlich mit Frauen in eurem Umfeld oder Töchtern in der Familie oder mit Freundinnen zu tun. Die haben jetzt wahrscheinlich ihren eigenen Kopf. Am besten ihr übt euch in Toleranz und lasst euch gegenseitig viel Freiraum. Am 17. Juli ist Neumond im Krebs und der schenkt euch tolle Anregungen. Notiert euch am besten alles, was euch dann einfällt. In einer Meditation könnt ihr zum Beispiel um Eingebungen bitten und es können sich ganz unerwartete Lösungen für bestehende Probleme zeigen. Oder ihr sammelt einfach Ideen für ein neues Projekt. Mit diesem Neumond verlässt der Mondknoten den Stier und wandert zurück ins Zeichen Widder. Für die nächsten 1,5 Jahre wird nun die Heilungsachse eures Horoskops angeregt. Dadurch vertieft sich die Verbindung zur geistigen Welt. Das ist wunderbar für spirituell arbeitende Stiergeborene. Eure Intuition wird sich wahrscheinlich auch schärfen und es kann sogar sein, dass ihr in euren Träumen Menschen begegnet, die ihr nachher dann auch tatsächlich trefft oder kennenlernt.
Auch Heilung durch spirituelle Rituale oder mit schamanischer Arbeit können eine wichtige Rolle spielen, denn Heiler Chiron steht ebenfalls im spirituellen Bereich eures Horoskops. Der 23. Juli bringt eine große Energiewende. Die Sonne wechselt dann in den Löwen und gleichzeitig wird die Venus ebenfalls im Löwen rückläufig und das alles bei euch im Heimatbereich des Horoskops. Da müsst ihr mit allem rechnen. Aufregende Entwicklungen in eurer Familie, unerwarteter Besuch, vielleicht sogar von Verwandten, die ihr lange nicht gesehen habt oder von denen ihr gar nicht wusstet, dass es sie überhaupt gibt. Das kann ziemlich aufregend sein und es könnte euch einiges an Überwindung kosten, euch auf diese neuen Entwicklungen einzustellen. Am besten, ihr seht es als Bereicherung, denn euer Leben kann sich dadurch um neue Dimensionen erweitern und vertiefen. Ende des Monats wandert der Merkur in die Jungfrau und das kommt gerade recht für euch, um die neuen Entwicklungen und Informationen zu sortieren, zu verstehen und sich darüber mit vertrauten Menschen auszutauschen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Liebesgöttin Venus und die wilde Lilith versorgen euch mit heißer Liebesenergie und das bringt euch in Flirtstimmung. Wobei euch Saturn manchmal auch den Spaß verderben kann. Das schauen wir uns gleich genauer an. Zum Thema Liebe habe ich vorher noch einen wichtigen Tipp für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Sommer der Liebe hat begonnen und das inspiriert und beflügelt eure Kommunikation. Egal, ob ihr als Festliierte euren Schatz mit süßen Nachrichten bezirzt oder auf Dating-Plattformen neue Kontakte um den Finger wickelt, der Spaß- und Lustfaktor ist im Juli durchweg hoch. Ernsthafter als sonst wird es dann für euch zum Vollmond im Steinbock am 3. Juli. Der Mond scheint dann mit maximaler Intensität und könnte euch überraschende Verbindlichkeit oder Tiefgang bringen. Unerwartete Wendungen und Bekenntnisse könnten jetzt auf der Tagesordnung stehen. Also versucht, keine falschen Signale zu senden, wenn es euch bei einem Gegenüber nur um einen unverbindlichen Spaß und nichts Ernsthaftes geht. Denn einen Tag später, zwischen dem 8. und 12. Juli, habt ihr eine kritische Eifersuchtsphase, in der euch eure tollen Worte vielleicht anders als gemeint ausgelegt werden könnten. Kampfplanet Mars wechselt am 10. Juli in die Jungfrau und das macht euch kämpferisch, wenn es um eure Heimat geht. Mars bildet dann den restlichen Monat über Spannungen zum strengen Saturn und der steht ja bei euch im Karrierehaus. Das kann zu einer Zerreißprobe werden, wenn es darum geht, wie ihr eure Zeit und Aufmerksamkeit zwischen Familie und Beruf aufteilt. Zum Beispiel könnte es Stress mit der Familie geben, wenn ihr euch Arbeit mit in den Urlaub nehmt. Die kritischste Phase ist hier zwischen dem 15. und dem 24. Juli. Passt auf, dass ihr nicht zu viele Überstunden schiebt oder euch eine Vertretung aufs Auge drücken lasst, obwohl ihr eigentlich Urlaub genommen hattet. Einer neuen kosmischen Energie begegnen wir dann ab dem 17. Juli, denn die Mondknoten wechseln dann für die kommenden 18 Monate in die Zeichen Widder und Waage. Begleitet werden sie dabei vom Neumond im gefühlvollen Krebs am gleichen Tag, am 17. Juli. Für euch wird der aufsteigende Mondknoten den Bereich eurer Freundschaften, Interessensgruppen und Vereine und Communities aktivieren und euch in der gesamten Zeit mit neuen, spannenden Menschen in Verbindung bringen. Freunde können auch Seelenpartner sein, von denen wir viel lernen können und die uns auf unserer Reise durch das Leben ein Stück begleiten, manche sogar für immer. Wie wichtig Freundschaften und auch Aktivitäten mit gesellschaftlichen Gruppen sind, gerade für euch mit eurem großen sozialen Bewusstsein, werdet ihr erfahren dürfen. Und für alle Singles, die sich einen Partner wünschen, können sich durch Freizeitaktivitäten oder gesellschaftliche Engagements wunderbare Kontakte ergeben. Wenn ihr euch jetzt einer Künstler-Community anschließt oder einem Verein, ich würde mich nicht wundern. Freut euch auf diese tolle Erfahrung, sie wird euch viel Glück bescheren.
Falls ihr eine Neumond-Meditation machen wollt, wäre es eine gute Idee, diese neue Energie willkommen zu heißen und euch darauf einzustimmen. Neben dem Wechsel der Mondknotenachse haben wir dann am 23. Juli erneut ordentlich Aufregung am Sternenhimmel. Die Sonne wechselt in den leidenschaftlichen Löwen, Venus und Chiron werden beide am gleichen Tag rückläufig und das wird sich bemerkbar machen. Für euch könnte das Lerninhalte und Interessensgebiete zurück in euer Bewusstsein bringen, mit denen ihr euch in der Vergangenheit schon mal beschäftigt hattet und die jetzt wieder relevant werden. Menschen, von denen ihr lange nichts gehört habt, könnten sich wieder melden oder ihr nehmt Kontakt zu einem oder einer Verflossenen wieder auf. Dadurch können sogar alte seelische Wunden geheilt werden. Aber seid trotzdem achtsam, solche Begegnungen können erstaunlich intensiv und leidenschaftlich verlaufen und das könnte Unruhe in eure bestehenden Beziehungen bringen. Zum Monatsende wechselt euer Herrscher Merkur in das erdige Zeichen Jungfrau und kühlt die Gemüter ab. Euch bringt das eine sehr kommunikative Phase in euren Familien und ihr habt euch mehr zu sagen als sonst. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Was bringen die Sterne in eurem neuen Lebensjahr? Auf welchen Lebensbereich richtet der Kosmos seinen Scheinwerfer in den nächsten 12 Monaten? Das und vieles mehr verrät euch eure persönliche Jahresvorschau. Die könnt ihr euch ja zum Geburtstag wünschen. Oder interessiert ihr euch für den Venustransit? Dann habe ich noch diesen Tipp für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell 3 kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Es ist Juli, die Sonne steht im Krebs und versorgt euch mit wunderschönen Vitalkräften und der Juli beginnt auch noch mit einem Highlight in eurem Partnerhaus, nämlich dem Vollmond im Steinbock am 3. Juli. Hier geht es um die Dualität im Leben. Wo steht ihr, wo stehen die anderen? Habt ihr genug Gleichgewicht in dem, was ihr gebt und was ihr bekommt? Denker Merkur verbindet sich zu dem Zeitpunkt auch ganz eng mit der Krebssonne und rät euch, unbedingt eure Wahrheit zu sprechen und mit Affirmationen der Selbstliebe zu arbeiten. Der Vollmond macht euch glücklich. Bis zum 5. Juli habt ihr eine wunderbare, gesellige Phase, in der ihr es richtig genießt, im Mittelpunkt zu stehen. Für euer Liebesleben und alle wichtigen Seelenpartnerschaften, die ihr habt, ist es der wichtigste Vollmond im Jahr. Bestehende Partnerschaften gewinnen an Tiefe und Verbindlichkeit und für die Singles unter euch, die auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft sind, ist es eine wunderbare Möglichkeit, um in einem schönen Vollmondritual einen Seelenpartner in euer Leben zu ziehen. Wichtige Entscheidungen im Beruf und allen Themen, die sich rund um Geld und Investitionen drehen, solltet ihr, wenn möglich, bis zum 11. Juli abschließen. So lange geht der Kommunikationsplanet Merkur durch den Krebs und steht super günstig für euch. Eure Familie und alles, was mit eurem Zuhause zu tun hat, rückt ab Mitte des Monats in den Vordergrund, wenn am 17. Juli, genau zu dem wichtigen Neumond im Krebs, die Schicksalsanzeiger Mondknoten in die Zeichen Widder und Waage wechseln. Die Energie des Neumondes solltet ihr unbedingt für ein besonderes Ritual oder eine Meditation nutzen. Es beginnt nun ein neues Lebensjahr für euch und auch ein großer neuer karmischer Zyklus, der euren Lebensbereich der Herkunft, Familie und auch eurer seelischen Heimat beleuchtet. Die nächsten 18 Monate wird es zwischen eurem privaten und eurem öffentlichen Leben spannende Gelegenheiten zum Wachstum geben. Häufig durch Menschen, die euren Weg kreuzen und euch wertvolle Impulse geben und Türen öffnen. Wenn eure Work-Life-Balance zu sehr auf der Seite der Arbeit ist, kann es auch mal zu Spannungen kommen. Auch könnte ein Umzug oder eine Familiengründung anstehen. Wichtig ist dabei, dass ihr euch treu bleibt. Trefft keine Entscheidungen, die nur dafür dienen, andere glücklich zu machen.
Ein Teil eurer Seelenaufgabe ist es, selbstbestimmt zu handeln und eure eigenen Bedürfnisse mit denen der anderen auszubalancieren. Am 23. Juli verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in den Löwen. Und am gleichen Tag werden Liebesgöttin Venus und Chiron rückläufig und sorgen für viel Wirbel. Die Venus wird sich vor allem mit eurem Selbstwert beschäftigen und dem, was euch wirklich wichtig ist. Sie befindet sich im Geldbereich eures Horoskops. Deshalb solltet ihr mit Investitionen vorsichtig sein, solange sie rückläufig ist. Für Geldanlagen ist das kein guter Zeitpunkt. Wartet hier lieber bis Anfang September, wenn möglich. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Bittersüßer Schmerz aus vergangenen Beziehungen könnte auch ein Thema sein, das sich nochmal zeigt. Vielleicht werdet ihr im privaten oder beruflichen Kontext an etwas erinnert, das ihr als verpasste Chance wahrnehmt. Für euch geht es dann darum, Erfahrungen liebevoll anzunehmen und die Vergangenheit hinter euch zu lassen. Der Weg war dann einfach nicht der richtige für euch und das ist meistens auch gut so. Zum Ende des Monats wechselt Denker Merkur ins Zeichen Jungfrau und trifft sich dort mit Mars, der am 10. Juli in die Jungfrau geht. Und das Ganze ist dann im Lern- und Kommunikationsbereich eures Horoskops. Falls ihr euch weiterbilden wollt oder selbst eine Fortbildung organisieren könnt, vielleicht im Bereich eines Sommercamps, wäre das eine super Sache. Eure Gedanken sind flink und ihr genießt es, euch mit anderen auszutauschen. Nutzt diese Phase, sie dauert an bis Ende August. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feurigen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten und viele kosmische Grüße, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Die Power von Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen wird sich jetzt besonders stark im Horoskop für euer neues Lebensjahr auswirken. Und dazu habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Vorhang auf für den Sommer der Liebe und ihr, liebe Löwen und Löwe-Aszendenten, seid die Stars auf der Bühne. Liebesgöttin Venus und die verführerische Lilith werden bis zum Oktober in eurem Zeichen bleiben und ihr seid noch charmanter, aber auch eigenwilliger als sonst. Gleichzeitig öffnet sich euer Herz und ihr könnt Liebe nicht nur besonders gut empfangen, sondern auch neu entdecken. Magische Stunden erwarten euch und auch all diejenigen, die das Glück haben, von euch geliebt zu werden. Bis zum 10. Juli steht auch noch der Mars bei den beiden Göttinnen und das dürfte euch ein enormes Charisma verleihen. Am 3. Juli haben wir den Vollmond im ernsthaften Zeichen Steinbock, was euch hilft, ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Eure Gesundheit und eure Routinen können euch Grenzen aufzeigen, denn selbst der größte Star muss zwischen zwei Vorstellungen auch mal seine Batterien aufladen. Es könnte auch Spannungen geben, wenn ihr versucht, euch mit aller Gewalt durchzusetzen und andere vor den Kopf stoßt. Seid hier vom 1. bis 4. Juli besonders achtsam. Abraten würden euch die Sterne auch von heftigen Flirts mit Kolleginnen und Kollegen. Am 10. Juli verlässt Kampfplanet Mars euer Zeichen und das kühlt euch wohltuend ab. Der Tipp der Sterne wäre deswegen, wichtige Gespräche, egal ob beruflicher oder privater Natur, auf die Zeit nach dem 10. Juli zu verschieben. Eure Energie ist sonst einfach zu intensiv und selbst mit den besten Absichten wird es schwierig für euch, dass sich euer Gegenüber nicht eingeschüchtert oder überfordert fühlt. Ein neues Kapitel beginnt mitten in dieser hitzigen Sommerenergie am 17. Juli. Dann wechselt die Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage. Für Löwen und Löwe-Aszendenten bedeutet das Entspannung nach 18 Monaten voller Herausforderungen und schicksalhafter Entwicklungen. Der aufsteigende Mondknoten im Widder betont euer Fernweh und euer Interesse an fremden Kulturen. Vielleicht könnt ihr in den nächsten 1,5 Jahren mal eine längere Reise antreten oder vielleicht sogar ein Sabbatical einlegen. Auch philosophische Fragen können jetzt euer Interesse wecken. Egal in welche Richtung es geht, Hauptsache ihr lernt etwas Neues.
Seelenpartner könnt ihr jetzt vor allem auf Reisen treffen oder wenn ihr euch mit abstrakten, vielleicht sogar metaphysischen Fragestellungen beschäftigt. Folgt hier einfach euren Interessen und dem, was euch fasziniert, dann könnt ihr kaum falsch abbiegen. Begleitet wird der neue Mondknotentransit vom Neumond im Krebs am gleichen Tag, am 17. Juli. In einer Neumond-Meditation könnt ihr über euer vergangenes Lebensjahr reflektieren und euch auf die Energie eurer Zukunft einstimmen. Zum Monatsende wird es dann richtig turbulent am Sternenhimmel. Die Sonne wechselt am 23. Juli um genau 3.50 Uhr morgens in euer Zeichen Löwe und am gleichen Tag werden Venus und Chiron rückläufig. Die Rückläufigkeit von Liebesgöttin Venus ist oft eine Phase im Leben, in der Menschen aus der Vergangenheit zurückkehren, gerade wenn man noch offene Enden in Beziehungen hat. Falls plötzlich euer Handy klingelt und euch eine alte Flamme zum Geburtstag gratulieren möchte, wäre das in diesem Jahr nicht überraschend. Und das geht in beide Richtungen. Auch ihr verspürt vielleicht das Bedürfnis, euch bei jemandem zu melden, von dem ihr lange nichts gehört habt. Aber auch wenn ihr keinen Kontakt herstellen möchtet, ist es eine der besten Zeiten, um euch mit euren Beziehungs- und Liebesmustern zu beschäftigen. Nostalgisch werdet ihr in dieser Phase sicher werden und eure Gedanken werden öfter in die Vergangenheit driften. Was konntet ihr durch vergangene Liebeserfahrungen lernen? Seid hier auf jeden Fall offen. Chiron ist rückläufig bis zum Jahresende und kann uns wieder mit altem Schmerz in Verbindung bringen. All diese Erfahrungen dienen dazu, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Es wird auf jeden Fall ein Sommer, an den ihr euch noch lange erinnern werdet. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Im Juli ist eure Intuition geweckt und ihr habt einen schönen spirituellen Draht zum Universum. Das schauen wir uns gleich genauer an, doch vorher habe ich noch einen Tipp für euch und der betrifft die Liebe. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet. Aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat bringt euch eine schöne soziale Phase, in der ihr wahrscheinlich sehr gesellig seid und viel Zeit auf Sommerfesten und Veranstaltungen verbringt. Das ist eine tolle Abwechslung zu eurer sonst so fleißigen Art. Am 3. Juli haben wir den Vollmond im Erdzeichen Steinbock, was euch mit sehr günstigen kosmischen Energien versorgt. Alle ernsthaften Vorhaben, die man vielleicht gerne mal ein bisschen vor sich her schiebt, wie die Steuererklärung oder Renovierungsarbeiten, gehen euch jetzt leichter von der Hand als sonst. Versucht auf jeden Fall, eure Kinder oder andere Familienmitglieder einzubinden oder fragt in eurem Freundeskreis um Hilfe. Wenn ihr eine Grillparty mit gemeinsamer Gartenarbeit hinbekommt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Versucht, das Notwendige mit Spiel und Spaß zu verbinden und es wird euch nicht wie eine lästige Verpflichtung vorkommen. Am 10. Juli, das ist jetzt sehr wichtig, da wechselt Kampfplanet Mars in euer Zeichen. Dadurch bekommt ihr in den nächsten 6 Wochen einen richtigen Energieschub und das könnt ihr hoffentlich im Urlaub mit viel körperlicher Aktivität nutzen. Ihr habt vielleicht Lust, an eure Grenzen zu gehen und auch mal neue Sachen auszuprobieren. Dazu kann ich euch jedenfalls nur raten. Ihr seid ja vorsichtige und kluge Menschen. Ein bisschen Mut zum Risiko kann euch nicht schaden. Zwischen dem 15. und dem 24. Juli habt ihr allerdings eine kritische Phase in euren Partnerschaften. Wo wollt ihr euch durchsetzen und wo eure Liebsten? Fühlt ihr euch von eurem Schatz gebremst oder kritisiert? Versucht, Kompromisse zu finden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ein neuer kosmischer, karmischer Zyklus beginnt dann am 17. Juli, wenn die Mondknoten in die Zeichen Widder und Waage wechseln. Der aufsteigende Mondknoten wandert für die nächsten 18 Monate durch euer 8. Sonnenhaus, den Bereich für Verbindlichkeiten und Verträge. Beziehungen gewinnen jetzt an Tiefe und Verpflichtung.
Für manche von euch werden wohl die Hochzeitsglocken läuten. Erbschaften können ebenso zum Thema werden, auch Kaufverträge. Man bindet sich fester. Viele Jungfrauen und Jungfrau-Aszendenten werden in den kommenden 1,5 Jahren neue Verantwortungen übernehmen. Ihr werdet vielleicht auch Erfahrungen mit Traumarbeit und Therapie machen. Auch das wäre eine Entsprechung für das Mondknotenthema. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Zeit erleben werdet. Der Neumond im sensiblen Zeichen Krebs begleitet den Übergang der Mondknoten am 17. Juli. Es wäre also eine super Idee, euch in einer Meditation mit den neuen Energien zu verbinden. In welchem Lebensbereich wünscht ihr euch mehr Verbindlichkeit und wo würdet ihr in den nächsten 18 Monaten gern mehr Kontrolle übernehmen? Bittet um Eingebungen bei solchen Fragen und schreibt am besten alles auf, was euch dazu in den Sinn kommt. Am 23. Juli passieren dann gleich mehrere spannende Sachen, die euch sicher nicht kalt lassen werden. Die Sonne wechselt in euer feuriges Nachbarzeichen, den Löwen, und Liebesgöttin Venus wird gemeinsam mit Heiler Chiron rückläufig. Für euch wird es eine spirituelle Phase, denn Venus fördert gemeinsam mit der wilden Lilith eure Intuition und eure spirituelle Verbindung zum Kosmos. Ihr habt dann bis Anfang Oktober zwei großartige innere Schamaninnen auf eurer Seite. Eure Träume können sehr intensiv werden, achtet mal drauf. Vielleicht begegnet ihr sogar Menschen aus eurer Vergangenheit im Traum, die sich dann tatsächlich wieder bei euch melden. Wenn hier noch nicht alles abgeschlossen ist, werdet ihr darauf hingewiesen. Zum Monatsende wechselt Denker Merkur dann bis Anfang Oktober in euer Zeichen und das wird euren brillanten Verstand so richtig auf Touren bringen. Ihr seid ja sowieso geistreich und klug und im Sommer habt ihr allen Grund, euch an eurem eigenen Scharfsinn zu erfreuen. Das ist auch für eure privaten und beruflichen Beziehungen super inspirierend. Allerdings neigt ihr manchmal dazu, ein bisschen direkt die Leute auf ihre Fehler hinzuweisen. Versucht, dem Impuls zu widerstehen und ihr werdet mit eurer Klugheit glänzen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ich hoffe, ihr erfreut euch an den sommerlichen Partys und bekommt viele Einladungen. Eure Chancen, tolle Leute und vielleicht sogar den Seelenpartner zu treffen, werden immer besser. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch zum Thema Liebe eine wichtige Info. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet. Aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen für den Juli. Obwohl ihr viele Möglichkeiten zum Feiern habt und super interessante Leute trefft, geht auch viel Energie in euer Berufsleben. Falls ihr nicht gerade Urlaub habt, lohnt es sich, hier die nächsten 3 Wochen richtig Gas zu geben. Es scheinen wichtige Entscheidungen anzustehen. Auch wenn ihr frei habt, gehen euch womöglich Dinge im Kopf herum, die mit eurer Karriere zu tun haben. Der Vollmond am Montag, den 3. Juli im Steinbock, beleuchtet diese Themen. Eine Meditation oder ein Ritual kann euch helfen, gute Entscheidungen zu treffen, bei denen Kopf und Bauch zusammenarbeiten. Einige Waagen haben weiterhin damit zu tun, dass Partner oder Familienmitglieder möglicherweise erkrankt sind oder aufgrund einer anderen Krise Hilfe und Unterstützung brauchen. Hier kann es im Juli in den ersten 10 Tagen noch ein bisschen chaotisch zugehen, aber nach dem 13. Juli zeichnet sich Entspannung ab. Vielleicht findet ihr dann die dringend benötigte Ärztin oder den Therapeuten oder auf eine andere Weise gelingt etwas, was allen Beteiligten das Leben erleichtert. Und das hilft besonders denjenigen unter euch, die zwischen dem 19. und 23. Oktober geboren sind. Der Neumond im Krebs am 17. Juli kann euch nochmal bei beruflichen Fragen und Entscheidungen über das Lebensziel inspirieren. Dabei ist es gut möglich, dass euer Ziel mit Partnerschaftsfragen zu tun hat. Denn mit dem Neumond am 17. Juli wechseln die Mondknoten in die Zeichen Widder und Waage. Und dabei aktiviert der aufsteigende Mondknoten im Widder euer kosmisches Partnerhaus.
Beziehungsthemen erhalten dadurch in den kommenden 1,5 Jahren ein besonderes Gewicht. Falls ihr noch Single seid, erhöhen sich die Chancen, dass ihr euren Seelenpartner trefft. Aber auch alle anderen Waagegeborenen können wichtige und interessante Menschen treffen, die ihre Zukunft beeinflussen. Dabei kann es darum gehen, abzuwägen, was euch wichtiger ist: euer persönliches Streben und euer beruflicher Ehrgeiz oder partnerschaftliche Themen und vielleicht auch eine gemeinsame Verantwortung, zum Beispiel als Eltern. Wenn ihr fest liiert seid, erhalten die Wünsche und Vorstellungen eures Partners zunehmend Gewicht. Vielleicht wird es nun wichtig, dass ihr nochmal eure gemeinsamen Werte und Ziele im Leben miteinander absteckt. Zusammen mit euren Herzensmenschen könnt ihr euch mit Hilfe von Wohltäter Jupiter und Revoluzzer Uranus in eurer Partnerschaft neu ausrichten und frischen Wind in die Beziehung bringen. Macht Pläne für die Zukunft und schaut, dass ihr jetzt im Urlaub gemeinsame Erlebnisse habt, die euch verbinden und schöne Erinnerungen schaffen. Ihr könntet diese Partnerschaftsthemen in die Neumond-Meditation einfließen lassen. Und wenn ihr noch Single seid, dann meditiert doch darüber, wie euer Wunschpartner aussehen soll und wie ihr euch überhaupt eine Beziehung wünscht. Das Beziehungsthema wird außerdem noch durch die Venus angeheizt, die am 23. Juli rückläufig wird und gleichzeitig mit ihr auch Heiler Chiron bei euch im Partnerhaus. Vermutlich ist in euren Freundschaften und Partnerschaften einiges in Bewegung. Habt ihr mit eurem Partner einen gemeinsamen Freundeskreis oder trifft jeder seine eigenen Leute? Mag euer Schatz die Leute, die ihr interessant findet? Möglicherweise gibt es hier Gesprächs- und Entwicklungsbedarf. Vielleicht melden sich auch Personen oder eine verflossene Liebe aus der Vergangenheit bei euch und bringen alte Gefühle oder Themen, die geheilt werden wollen, wieder ins Bewusstsein. Jetzt kommt es darauf an, bei allem Spaß und möglichen Überraschungen gelassen zu bleiben und in euren bestehenden Beziehungen achtsam und zugewandt zu bleiben. Ebenfalls am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und bringt für 4 Wochen eine neue Energiewelle in euer soziales Umfeld. Die Party kann also weitergehen und falls ihr im Urlaub seid, dürftet ihr kein Problem haben, Anschluss zu finden und witzige Leute kennenzulernen. Und für die Singles unter euch gibt es in diesem Sommer die tollsten Flirtmöglichkeiten und Begegnungen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ihr seid wahrscheinlich in Urlaubsstimmung und verspürt ein starkes Fernweh. Andererseits könnt ihr gerade jetzt berufliche Höchstleistungen vollbringen. Die Energie der Venus kann euch auch auf eurem Seelenweg ein großes Stück voranbringen. Das schauen wir uns gleich genauer an und zur Venus habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell 3 kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats seid ihr vielleicht im Urlaub oder anderweitig auf Reisen. Das Fernweh wird euch auf jeden Fall begleiten. Alle, die nicht frei haben, könnten sich mit geradezu leidenschaftlicher Energie und vollem Einsatz in ihre beruflichen Projekte stürzen. Denn Venus, Lilith und Mars regen den Karrierebereich eures Horoskops stark an. Ihr könnt jetzt sehr mitreißend und überzeugend sein, aber achtet darauf, dass ihr persönliche Gefühle dabei heraushaltet. Es könnte mit Kollegen oder Vorgesetzten zu amorösen Verwicklungen kommen. Flirts können ja die Arbeit durchaus auflockern, aber passt auf, dass es nicht eurem guten Ruf schadet. Der Vollmond im Steinbock am 3. Juli schenkt euch Anregungen, um euch mit Menschen über andere Kulturen oder spannende Weltanschauungen auszutauschen und hier in die Tiefe zu gehen. Nutzt diese anregende Energie auf jeden Fall, um euren Horizont zu erweitern. Ab dem 10. Juli geht der Mars in die Jungfrau und dann lässt der berufliche Druck und Stress spürbar nach. Ihr bekommt dann eine produktive soziale Phase, um in eurem Verein oder mit euren Freunden den Sommer sportlich und aktiv zu gestalten.
Weil es im Büro zurzeit vielleicht recht hitzig zugeht, solltet ihr eure freie Zeit dazu nutzen, um beim Sport überschüssige Energie abzubauen oder euch in ein karitatives Projekt zu stürzen. In der Zeit zwischen dem 15. und 24. Juli haben wir eine spannungsgeladene Phase, die ihr recht deutlich merken werdet, besonders in eurem sozialen Leben, aber auch wenn es um eure Kinder geht. Ein mögliches Szenario wäre, dass der Nachwuchs kurzfristig Betreuung braucht, während sich gleichzeitig eine Dienstreise ankündigt und dann habt ihr Stress, um alles zu organisieren. Vielleicht habt ihr ja Glück und verbringt die Phase sowieso in eurem wohlverdienten Sommerurlaub. In dem Fall achtet darauf, euch nicht am fremden Urlaubsort oder bei ungewohntem Sport zu verletzen. Der Neumond im gefühlvollen Krebs am 17. Juli steht super günstig für euch. Er bildet einen Harmonieaspekt zu eurer Sonne oder eurem Aszendenten und verstärkt eure intuitive und empfindsame Seite. Das ist sehr hilfreich für euch, denn am selben Tag verlässt der absteigende Mondknoten endgültig euer Zeichen und damit schließt sich ein karmischer Zyklus. Ich würde euch deshalb dazu raten, in einer Neumond-Meditation die alte Phase symbolisch zu beenden, indem ihr vielleicht eine Tür visualisiert, die sich hinter euch schließt, und dann öffnet sich eine neue Tür. Wie habt ihr denn die letzten 18 Monate im Bereich eurer Beziehungen und Freundschaften so erlebt? Schreibt mir das doch mal gerne hier in die Kommentare. Für die kommenden 1,5 Jahre werden die Mondknoten durch die Zeichen Widder und Waage wandern. Sie bringen euch in Verbindung mit interessanten neuen Themen im Bereich Gesundheit und Lebensalltag. Falls es euch an Struktur und Konsequenz im Alltag mangeln sollte oder ihr euch mehr um eure körperlichen und geistigen Bedürfnisse kümmern möchtet, dann wird euch das in Zukunft wahrscheinlich besser gelingen. Seelenpartner könnten euren täglichen Weg zur Arbeit kreuzen oder in eurem Fitnessstudio auftauchen. Am 23. Juli wechselt dann die Sonne in den Löwen und damit in euer Karrierehaus. Und am gleichen Tag werden Liebesgöttin Venus und Heiler Chiron rückläufig. Menschen, die euren beruflichen Weg bereits einmal gekreuzt haben, könnten jetzt wieder eine Rolle spielen und euch wichtige Impulse schicken. Auch kann es sein, dass ihr euch auf einmal an Dinge erinnert, die ihr eigentlich schon immer mal machen wolltet und die in Vergessenheit geraten waren. Bis Anfang September habt ihr eine super Phase, um euren beruflichen Weg neu zu bewerten. Wenn ihr vielleicht die ein oder andere Entscheidung in Frage stellt, wundert euch nicht. Es ist nie zu spät, um einen neuen Weg einzuschlagen. Das Wichtigste ist, dass ihr dem Ruf eurer Seele folgt. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Euer inneres Feuer wird in den nächsten Wochen richtig angeheizt und es zieht euch noch mehr als sonst in die Ferne. Wenn ihr das Glück habt, im Sommer reisen und arbeiten zu können, solltet ihr das unbedingt machen, denn es könnten sich bald neue Verpflichtungen für euch ergeben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch gerne noch auf das Venus-Horoskop aufmerksam machen. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen. Auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Venus23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Juli beginnt für euch mit Fokus auf euren Verbindlichkeiten und Verträgen. Vielleicht stellt ihr euch in den ersten Julitagen die Frage, was genau euren Wert als Mensch definiert. Ist es Geld und Besitz oder ist es euer inneres Strahlen, mit dem ihr die Welt erhellen könnt? Was braucht ihr, um euch innerlich und äußerlich reich zu fühlen? Der Vollmond im ernsten Zeichen Steinbock am 3. Juli lenkt die Energie auf solche Themen. Und wenn euch Fragen zu Besitz und Selbstwert beschäftigen, könnt ihr dazu eine Meditation machen. Eine spannende Phase für euer Berufsleben ergibt sich, wenn Kampfplanet Mars am 10. Juli in das fleißige Zeichen Jungfrau wandert und damit den Berufungsbereich eures Horoskops aktiviert. Bis Ende August habt ihr eine produktive Phase, die sich in zwei Richtungen entwickeln kann.
Entweder ihr habt richtig Power, um in eurer Karriere einen großen Schritt vorwärts zu kommen, vielleicht auch auf eurem Seelenweg. Oder ihr habt einen so vollgepackten Schreibtisch, dass euch das bei dem schönen Sommerwetter richtig frustriert. In dem Fall könnte bei euch schnell mal eine Sicherung durchbrennen. Vorsicht, lasst euch nicht zu einer spontanen Kündigung hinreißen, nur weil ihr gerade genervt seid. Heikel sind hier die Tage bis zum 4. Juli und dann gibt es nochmal eine kritische Phase vom 15. bis zum 24. Juli. Wobei die zweite Phase euch in die Bredouille zwischen Beruf und Privatleben bringen kann, weil ihr für nichts ausreichend Zeit findet und euch das ungemein frustriert. Zum Neumond im gefühlvollen Zeichen Krebs am 17. Juli haben wir dann einen wichtigen kosmischen Wechsel. Dann wandert die Mondknotenachse in die Zeichen Widder und Waage. Für euch beginnt damit eine wundervolle Zeit in eurem Leben, in der ihr viel Spaß an kreativer Beschäftigung und euren Hobbys habt. Auch Kinder und jüngere Menschen werden eine größere Rolle in eurem Leben spielen. Wer einen Kinderwunsch hat, für den könnten sich die nächsten 18 Monate richtig anfühlen, um diesen Traum ins Leben zu bringen. Aber auch mit allen anderen Herzensprojekten könnt ihr wunderbar schwanger gehen und kreative Babys erschaffen. Und wenn ihr Singles und auf der Suche seid, trefft ihr neue Seelenpartner, wenn ihr ausgeht und Kunst, Hobbys, Kreativität und Sport genießt. Verbindet euch in einer Neumond-Meditation mit den Kräften des Universums und visualisiert eure Herzensenergie. Das ist ein wunderschöner Beginn für diesen neuen Zyklus. Am 23. Juli wechselt die Sonne in das feurige Zeichen Löwe und am gleichen Tag werden Heiler Chiron und Liebesgöttin Venus rückläufig. Das ist eine starke Energie der Liebe, Lust und Kreativität und Heilung. Als Feuerzeichen könnt ihr davon sehr profitieren, solange ihr euch nicht zu sehr in Brand stecken lasst. Wenn die Venus rückläufig ist, könnte das bei euch Erinnerungen an eine vergangene Reise oder Orte wecken, an die ihr schon lange nicht mehr gedacht habt. Vielleicht meldet sich sogar eine verflossene Urlaubsliebe nochmal. Achtet mal drauf, was den Sommer über in euren Gedanken aufsteigt und folgt der Stimme eures Herzens. Jedoch immer mit Bedacht. Ihr neigt ja manchmal dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Geht sorgsam mit eurem Umfeld um. Ende des Monats wechselt dann auch Kommunikationsplanet Merkur ins sensible Jungfrauzeichen und wird euch bis Anfang Oktober mit klugen, umsichtigen und messerscharfen Ideen im Bereich eurer Berufung und eures öffentlichen Lebens versorgen. Damit beginnt eine tolle Phase, um im Job zu brillieren. Bei Reden und Auftritten verbindet sich euer natürlicher Charme mit den wortgewandten Merkur-Qualitäten und macht euch zum Star auf jedem Podium. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Genießt ihr die Sommerzeit und habt ihr Urlaub? Die Sterne raten euch jedenfalls dazu und auch in der Liebe prickelt es ganz schön. Das schauen wir uns gleich näher an und zum Thema Liebe habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell drei kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juli habt ihr viele günstige Tendenzen, einfach weil Wohltäter Jupiter und Revoluzzer Uranus in einem super Aspekt zum Steinbockzeichen stehen. Das bringt Lust, das Leben und die Liebe zu genießen, kreativ zu sein, Neues auszuprobieren und vielleicht auch Sport zu machen. Ich selbst merke das als Steinbock voll. Ich habe mehr Lust als sonst, Sport zu treiben und habe ein neues Laufprogramm angefangen. Wie geht's euch damit? Postet mir doch mal, wie ihr den Jupiter empfindet. In der Liebe sieht es auch gut aus. Wenn ihr das Glück habt, in einer Beziehung oder verliebt zu sein, profitiert ihr vor allem in der ersten Julihälfte von schönen Energien mit der Krebssonne, die bei euch im Partnerhaus steht. Schwierig wird es nur für diejenigen, die in der Beziehung gerade Probleme haben, denn da wird dann temperamentvoll und dramatisch gestritten und sich auch wieder versöhnt. All diese Themen beleuchtet schon gleich am 3. Juli der Vollmond im Steinbock.
der eure Beziehungsachse aktiviert. In der Vollmondmeditation könnt ihr euch ganz auf eure Partnerschaftsthemen und Wünsche konzentrieren. Ein wichtiges Datum für euch ist der 10. Juli, dann beginnt nämlich der neue Mars-Transit durch die Jungfrau. Und das dürfte euch ein Energiehoch von circa 6 Wochen bescheren und eure Lust zu verreisen und im Urlaub interessante Abenteuer zu erleben steigt. Und falls ihr arbeiten müsst oder wollt, steigert der Mars auch eure Produktivität und gibt Power, um die Initiative zu ergreifen. Einige Steinböcke, vor allem die Geborenen der 3. Dekade, erleben aber auch heikle Aspekte. Um die Monatsmitte herum könnte jemand aus der Familie eine Krise haben und eure Hilfe brauchen. Lasst euch darauf ein, der sanfte Neptun unterstützt euch dabei, den menschlichen und spirituellen Sinn in dieser Situation zu erkennen und macht euch empathisch und mitfühlend. Es kann sogar sein, dass dadurch ein wichtiger persönlicher Transformationsprozess angestoßen wird. Der Neumond am 17. Juli im Krebs greift die Partnerschaftsthemen vom Vollmond wieder auf und gibt euch die Gelegenheit, nochmal auf eure Beziehungssituation zu blicken und darüber zu meditieren, wohin die gemeinsame Reise gehen soll. Wenn ihr Single seid, stehen für euch unbeschwerte Flirts und prickelnde Liebeslust in den Sternen. Wenn ihr fest liiert seid, könnte es allerdings zu einer Krise wegen Fremdflirten kommen, auch dann, wenn ihr gar nichts Böses im Schilde führt. Oder auch deswegen, weil ihr euch zu sehr auf eure Hobbys konzentriert und sich euer Schatz zurückgesetzt fühlt. Seid da bitte sehr achtsam. Schon ein Missverständnis könnte reichen, um einen riesen Beziehungsstress auszulösen. Die Rückläufigkeit der Venus ab dem 23. Juli zeigt außerdem an, dass sich vielleicht auch eine verflossene Liebe nochmal meldet, was Unruhe in eure bestehenden Beziehungen bringen kann. Vielleicht geht es dabei auch um eure familiären Beziehungen, denn mit dem Neumond am 17. Juli beginnt der neue Transit der Mondknoten durch die Zeichen Widder und Waage. Der aufsteigende Mondknoten aktiviert dann euer 4. Sonnenhaus des Heims, der Herkunfts- oder eigenen Familie und auch eurer seelischen Heimat. Das ist eine wichtige Zeit, um sich mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen, eine Familie zu gründen oder die persönliche Wohnsituation zu verbessern. Falls ihr in einem Familienbetrieb arbeitet oder Familienmitglieder gesellschaftlichen Einfluss haben, kann euch das auch beruflich voranbringen. Gegebenenfalls lohnt es sich auch, euch mit eurer Herkunft zu beschäftigen und Ahnenforschung zu betreiben. Die Sonne geht am 23. Juli in den Löwen und aktiviert dann für 4 Wochen eure festen und verbindlichen Beziehungen und die Verantwortung, die ihr mit anderen teilt. Falls ihr wichtige Gespräche über gemeinsame Zukunftsprojekte führen wollt, hilft euch dabei Denkplanet Merkur, der am 28. Juli in die vernünftige Jungfrau geht. Damit könnt ihr gut Pläne machen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Ein weiterer Monat mit spannenden Entwicklungen in der Liebe und der Familie liegt vor euch. Die Venus wird im Juli rückläufig und das bei euch im Partnerhaus. Und wenn ihr nicht gerade im Urlaub seid, könnt ihr auch beruflich einiges reißen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich, gerade was die Liebe angeht, noch eine wichtige Empfehlung für euch. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell 3 kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ja, meine lieben Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten, bei euch im Horoskop ist richtig was los. Noch bis zum 10. Juli tummeln sich Venus, Mars und Lilith bei euch im Partnerhaus. Deswegen wundert euch nicht, wenn es in euren Beziehungen hochhergeht. Und das kann beides heißen, besonders leidenschaftlich, aber auch streitlustig. Beruflich könntet ihr trotz Urlaubszeit auch gefordert sein und eventuell werdet ihr sogar gefragt, ob ihr eine Urlaubsvertretung annehmen wollt. Das könnte sich lohnen, um die Kasse aufzubessern. Falls ihr also Zeit habt, übernehmt den Job und sammelt Pluspunkte. Euer Berufsalltag wird auch vom Vollmond im Steinbock am 3. Juli aktiviert.
Ebenso auch Gesundheitsfragen, die euch jetzt vielleicht beschäftigen. Falls ihr zu Vollmond gern meditiert, könnt ihr das zum Thema machen. Denn sowohl gesundheitlich als auch was eure beruflichen Abläufe angeht, könnt ihr jetzt echt Fortschritte machen. Auch der Neumond vom 17. Juli im Krebs rückt diese Themen nochmal in den Vordergrund. Da würde sich anbieten, über ein neues berufliches Projekt oder eine neue Gesundheitsmaßnahme zu meditieren. Die meiste Energie geht jedoch, wie gesagt, in eure Beziehungen, sowohl partnerschaftlich als auch familiär. Wobei der Mars am 10. Juli seinen neuen Transit durch die Jungfrau beginnt und das nimmt ein bisschen von der Brisanz heraus. Also eventuelle Konfliktherde werden sich dann beruhigen. Trotzdem wird es nicht immer leicht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen und alles zu organisieren. Sei es, dass ihr einen Familienurlaub geplant habt und vielleicht noch die speziellen Bedürfnisse einer Patchwork-Familie berücksichtigen müsst, oder ob ihr gern mit eurem Schatz losziehen wollt oder einen neuen Flirt am Laufen habt, hier sind spannende Entwicklungen im Gange. Die Singles unter euch können den ganzen Monat über äußerst prickelnde und charmante Flirts erleben. Allerdings können das Personen sein, die euch auch provozieren und sehr eigenwillig sind. Die zweite Monatshälfte hält in der Liebe und im Familienleben noch einige Irrungen und Wirrungen bereit. Rechnet damit, dass Pläne nicht so einfach umsetzbar sind und dass Menschen ihre Meinung wieder ändern. Lasst euch davon nicht entmutigen, denn grundsätzlich scheint ihr beliebt zu sein. Und eure Lieben machen das nicht, um euch zu ärgern, sondern weil sie ihre eigenen Baustellen haben. Wenn ihr alles besprecht und nach kreativen Lösungen sucht, kriegt ihr am Ende doch noch was Schönes und Lustiges miteinander hin. Aber ihr als tendenziell distanzierte Wassermann-Geborene seid dann auch gefordert, euch nicht einfach zurückzuziehen, wenn was nicht gleich klappt, sondern am Ball zu bleiben. Mit dem Neumond am 17. Juli beginnt der neue Transit der Mondknoten. Dabei bewegt sich der aufsteigende Mondknoten in den nächsten 1,5 Jahren durch den Widder und damit durch euer drittes Sonnenhaus. Dort fördert er alle Aktivitäten, die mit Lernen, kurzen Reisen und Wissensvermittlung zu tun haben. Auf diesem Wege werdet ihr auch tolle neue Leute kennenlernen, die euch im richtigen Moment wertvolle Informationen überbringen oder sich als Seelenpartner entpuppen. Wenn ihr Geschwister habt, wird es nun Zeit, von altem Karma loszulassen und sich gegenseitig bei der Gestaltung der Zukunft zu unterstützen. Vielleicht kommt auch eine Nichte oder ein Neffe in euer Leben. Neben dieser schönen langfristigen Perspektive werden euch im Juli und August weiterhin Liebes- und Familienthemen beschäftigen. Am 23. Juli wird die Venus rückläufig. Gleichzeitig geht die Sonne in den Löwen und das alles bei euch im Partnerhaus. Neue und alte Beziehungen werden euch bis Ende August in Atem halten. Vielleicht meldet sich eine verflossene Liebe nochmal zurück oder ihr verspürt das Bedürfnis, euch bei dieser Person zu melden. Egal, was euch begegnet und wie turbulent es auch sein mag, seht es als Chance, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen oder vielleicht auch toxische Beziehungsmuster zu überwinden. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Der Kosmos schenkt euch bis zum 22. Juli wunderschöne harmonische Energien und auch andere kosmische Entwicklungen schlagen ein neues Kapitel im großen bunten Buch eures Lebens auf. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch gerne zum Sommer der Liebe auf mein Venus-Produkt aufmerksam machen. Im Juli wird Liebesgöttin Venus rückläufig und dadurch vertiefen und verstärken sich ihre Kräfte. Im großen Venus-Horoskop erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen ihr jetzt von diesem extra langen Venus-Einfluss beglückt werdet, aber auch, worauf ihr achten müsst, wenn es schwierige Aspekte gibt, denn auch die Venus hat ihre Schattenseiten. Und sie durchläuft aktuell 3 kritische Phasen, auch die findet ihr im großen Venus-Horoskop. Es gilt für 6 Monate und ihr bekommt es jetzt mit 20% Rabatt mit dem Gutscheincode VENUS23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit einer großartigen Phase. Ihr habt viele künstlerische Impulse und verbringt glückliche Stunden mit euren Kindern oder anderen jüngeren Menschen in eurem Leben. Die Sonne spendet euch Lebensfreude und ihr strahlt eine tolle Energie aus.
Gleich am 3. Juli haben wir den Vollmond im Erdzeichen Steinbock. Der lenkt die Energie in eure Freundschaften und ihr könntet den Abend wunderbar mit vielen Freunden im Biergarten oder bei einer anderen Sommerveranstaltung verbringen. Falls es ein Freundschaftsthema gibt, was bearbeitet oder geheilt werden will, könnt ihr das auch in eine Vollmondmeditation einfließen lassen. Am 10. Juli wechselt Mars in euer Partnerhaus in die Jungfrau und das macht euch kämpferisch, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Achtet darauf, dass ihr mit und für euren Partner kämpft und nicht gegen ihn. In der Zeit zwischen dem 15. und dem 24. Juli kann es kritisch werden. Versucht in dieser Phase keinen unnötigen Streit vom Zaun zu brechen. Der Wunsch, eure eigenen Projekte und die Bedürfnisse eures Partners unter einen Hut zu bringen, könnte euch überfordern. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Ihr verliert sonst leichter die Geduld als sonst und das tut euch empathischen Fischen ja gleich doppelt weh. Verschiebt schwierige Themen möglichst auf die Zeit Ende des Monats. Auch für eure beruflichen Kontakte ist es eine anspruchsvolle Phase. Der Tipp der Sterne lautet hier ganz klar: Überstunden abbauen und ab mit euch an den See, wenn ihr nicht sowieso Urlaubspläne habt. Am besten ihr fahrt mit eurer besten Freundin, der Clique oder ganz romantisch mit eurem Schatz ein paar Tage weg und geht allen Problemen aus dem Weg. Der Neumond am 17. Juli im empathischen Zeichen Krebs leitet ein neues karmisches Kapitel in eurem Leben ein, weil am gleichen Tag auch die Mondknote in die Zeichen Widder und Waage wechselt. In den kommenden 18 Monaten beschäftigen euch Wertethemen wie Geld, Besitz, aber auch euer Selbstwert und eure Selbstfürsorge. Wie stark definiert ihr euch über Geld und materielle Dinge und was hat sonst Wert für euch in eurem Leben? Ich würde euch auf jeden Fall dazu raten, euch in einer Neumondmeditation auf diese neue Energiefrequenz einzuschwingen. Auch Chiron erinnert euch hier schon länger daran, darauf zu schauen, was ihr euch wert seid. Ende Juli haben wir dann den Beginn der heißesten Phase des Jahres. Am 23. wechselt die Sonne in den Löwen und am gleichen Tag werden Liebesgöttin Venus und Heiler Chiron rückläufig. Für euch könnte das im Bereich eurer Gesundheit und eures Alltags starke Gefühle bringen. Vielleicht hattet ihr früher mal einen Kollegen oder Sportpartner, mit dem es geprickelt hat, aber wo nichts draus geworden ist. Solche Kontakte könnten jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wieder entflammen und ihr spürt plötzlich, dass da doch noch mehr Gefühle sind, als ihr eigentlich angenommen hattet. Seid hier bitte vorsichtig und denkt an die 90-Tage-Regel, das heißt 3 Monate abwarten, ehe ihr Liebesentscheidungen trefft, die euer Leben verändern. Weil ihr sehr empathische und hilfsbereite Wesen seid, könnten auch Menschen in euer Leben zurückkehren, die euch schlecht behandelt haben. Lernt eure Lektion und steht für euch ein. Am 28. Juli wechselt dann auch Kommunikations- und Denkplanet Merkur in euer Partnerhaus Jungfrau und bringt euch schöne Gespräche mit euren engsten Bezugspersonen. Für alle Liierten, die vielleicht ein paar schwierige Wochen mit ihrem Schatz hatten, entspannt sich die Lage jetzt wieder. Und Singles, die gerade auf der Suche sind, können bei sportlichen Veranstaltungen oder bei intellektuellen Events auf interessante Menschen treffen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Serviceteil mit meinen Produkttipps und Terminen für euch. Ich mache zwar demnächst ein paar Wochen Sommerpause, aber ich will mir zwischendurch auch wieder mehr Zeit für persönliche Beratungen nehmen. Falls ihr gern ein Gespräch mit mir vereinbaren wollt, schaut auf meine Homepage. Da steht immer drin, wann der nächste Termin frei ist. Vor der Sommerpause machen wir auch noch einen Livestream am 5. Juli, weil so viele wichtige Themen anstehen. Die Venus wird rückläufig und die Mondknoten wechseln das Zeichen. Wir müssen also über Liebe und Karma reden. Und so heißt auch der Livestream Liebe und Karma. Und da zeige ich euch auch das magische Pentagramm der Venus. Im Gewinnspiel könnt ihr ein persönliches schriftliches Horoskop gewinnen. Und dazu müsst ihr euch bitte aus Datenschutzgründen vorher anmelden. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in der Videobeschreibung und den Shownotes. Gerne möchte ich euch auch auf meinen Instagram-Account einladen, heißt auch Antonias Sterne und da gibt es jeden Tag einen Post zum aktuellen kosmischen Geschehen und ihr erfahrt ganz detailliert, wann die Planeten wechseln und was die Mondin jeden Tag so treibt. Und ich informiere euch auch in kurzen Videos über das aktuelle kosmische Geschehen.
Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Zu gewinnen gibt es diesmal mein Flagship-Produkt, das persönliche Geburtshoroskop. Denn das ist die Basis für alles. Ihr müsst eure Konstellationen kennen, am besten sogar auf welchen Tierkreisgraden eure Planeten stehen. Dann könnt ihr mit allen kosmischen Infos viel mehr anfangen. Übrigens, wenn ihr das Geburtshoroskop schon habt und gewinnt, dann könnt ihr es weiter verschenken und die Daten einer anderen Person angeben. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und erzählt mir, wie die Sterne für euch stehen. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und vergesst dabei auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Schaut euch doch auch nochmal den wichtigen Beitrag Feuer der Leidenschaft an über die Konstellation mit Venus, Lilith und Mars und mit dem Horoskop von ChatGPT. Und auch das Video über den neuen Jupiter-Transit solltet ihr nicht verpassen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.